So, es ist jetzt der 28.08. genau um 0 Uhr und wir starten just in diesem Moment. Wir haben nämlich ein paar Bundestagsbonbons vorzulutschen und da werden wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, ich glaube, wenn man das richtig kommunizieren kann, dass man trotz allen komischen Sachen für die Gesellschaft immer noch, oder gerade, nicht immer noch, also ich möchte in meinem nächsten Leben so einen Rechner nicht missen. Da sitze ich nämlich in meinem Raumschiff mit meiner Wasserpfeife und hänge an so einem Rechner. Weil der mir nämlich sagt, wo ich hinfliege. Gebe ich auch vorher, wo ich hin möchte. Also das gebe ich ja vorher ein. Dann sitze ich da mit meiner Pfeife und der Rechner macht den Rest. Wir sind gerade wieder in die Gesellschaft zurückgekehrt, wurden auch nett begrüßt. Man muss sich doch mal wirklich überlegen, hier werden Menschen ausgebildet, mit Orden versehen, die dafür ausgebildet und mit Orden versehen werden, um Menschen zu töten. Hallo, guten Morgen, ihr netten Erdenbürger. Seid ihr auch mal jetzt wach? Afghanistan. Gerade, Afghanistan, Irak, Bagdad. So in etwa? Ja. Immerhin, dein so geliebtes Vaterland wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Obwohl ich mich da frage, wie groß ist in Deutschland wirklich? Hindukusch, kurze Frage. Hindukusch, wissen Sie, wo der Hindukusch liegt? Ja, Afghanistan. Als Mensch hätte jetzt die Antwort kommen, Hindukusch? Oh, das ist doch da, wo wir die Leute umbringen. Das wäre richtig gewesen. Ja, guck mal, was dort alles für Maschinengewehre fahren. Wo ist die Brücke? Ja, wir bauen weiter, ganz fleißig, für die deutsche Wirtschaft. Weißt du, was die Abkürzung DD heißt auf den ganzen Autoschildern? Dummer Dresden oder Doppeldorf? Doppeldorf, das passt auch gut. Na, die letzte Schlacht, ne? Die haben wir schon gewonnen. Wundert sich über die Liebe. Ja. Ich auch. Wird sich noch über was wundern dürfen, oder? Was gibt's denn hier heute? Zu verschenken? Schon wieder Müll. Ganz viel Lose. Ah, gib mal her. Ich nehme das hier. Willst du auch losziehen? Komm, das sind Glückslose, mal gucken, was draufsteht. Einfach mal so überraschen lassen. Romantik im Bad. Ihr Partner wird Ihnen die Haare waschen und Sie mit einer ausgiebigen Kopfmassage verwöhnen. Die Frage ist, wo er seinen Partner hat, sprich Partnerin. Wow. Zaubernd, ne? Gibt sich auch so für so eine magische Hexe wie dich. Das gefällt mir richtig gut. Liebeslose in der Dose. Die aufregende Abwechslung für Ihre Partnerschaft. Anwendungsvorschlag. Wenn Sie in Stimmung sind, ziehen Sie ein Los und Ihr Partner wird die Vorgaben des Loses für Sie erfüllen. Natürlich handelt es sich hierbei nur um Vorschläge. Ihre Fantasie sind natürlich keine Grenzen ausgenutzt. Leider nicht. Sie haben heute leider nichts verwöhnt. Sie werden heute leider nicht verwöhnt. Das stimmt allerdings. Es kam nämlich heute noch viel vor. Dann selbst die Liebe kann irgendwann noch vergilben, wie man sie ja wunderschön an diesen Aufklebern sieht. Und jetzt sieht man nur noch Love und War. Natürlich im U-Boot. Was hältst du eigentlich von der ganzen 23-Geschichte, Uwe? Leicht jüdischer Friedhof, den es hier komischerweise immer noch gibt. WWInfokrieg.tv, jetzt schmieren die schon die Wände voll. Ach Mann, Serge, kapierst du das denn? Das tut weh, hör auf! Die drehen sich im Grab um, die Jungs hier. Können die das? Oh ja. Können sie sich im Grab umdrehen? Na Gott sei Dank habe ich einen Freifahrtschein. Ich kriege Rente dafür. Also muss ich auch ab und zu mal so tun, als ob. Also verrückt. Ist mir egal. Mal wieder. In dem Moment ist mir ein Zettel rausgefallen. Das ist eigentlich viel wichtiger als das andere Blabla vorher. Romantik. Ihr Partner verbringt mit Ihnen einen romantischen Abend bei gemütlicher Musik. Mir fällt gerade auf, da wir jetzt gerade aus der Natur gekommen sind, direkt am Lagerfeuer, ganz entspannt und in uns gekehrt, quasi ein meditativer Zustand.
wie hektisch und stressig diese Welt doch ist, gerade früh morgens. Einfach nur ein Experiment, ja, was ich hier gerade mache, also. Hier prallen gerade zwei verschiedene Welten aufeinander. Also wenn du mich ansiehst, ich sehe wirklich sehr verrückt aus. Ich stehe hier mit einer Decke und einem komischen Hut auf. Manch einer mag das vielleicht gar nicht verstehen gerade. Und genau das ist das Problem heutzutage, dass die meisten Leute schon interessiert gucken, aber überhaupt nicht Zeit haben, weil sie so in ihrer Welt so vorbeirasen und weggucken. Darf ich dich fragen, was du willst? Hier auf der Erde? Nein. Registriert. Aber ich habe noch sehr viel Hoffnung. Zumindest in das kleine Paradies-Experiment. Hier, direkt vor meiner Haustür. Ich das Spiel auch gerne weiterspiele. So, ganz natürlich. Das ist ja schließlich meine existenzielle Grundlage zu forschen. Galeria Gaia. Wart ihr schon mal in dieser wunderschönen Galerie? Habt ihr sie wahrgenommen? Habt ihr sie gespürt? Was für Energien in der Galeria Gaia? Gaia Erdgöttin? Vorherrschen? Ich höre nichts. Naja, bestimmt nicht solche, oder? Ja. So, es ist 9.45 Uhr. Das obligatorische So ist auch dabei. Die Maria in Grün, die ich gerade vom Combo getroffen habe, also total entzückt, nervös, verwirrt dastand und fragenden Blickes vor sich her schaute, wo denn jetzt hin? War so, oder? Ja. Da ist was passiert? Da hast du gefragt, was ist denn los? Alles gut? Da hab ich dann weh. Und da hast du gesagt, was ist denn los? Ich bin müde. Genau. Diese klassische Susi und Strolch Dings nachspielen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal hier eine Käsesträhne. Wir müssen jetzt hier bohren. Ja. Ah, oh, eine Käsesträhne. Ja, wir sind auf Käse gestoßen. So. Ist das jetzt auch alles eine Kamera? Ich bin Susi übrigens. Ich bin Stroll. Ich klaue den Käse. Mein Käse. Ich versuche schon gerade so ein bisschen zu heilen. Die geilsten Geistheiler der Welt. Nein, das sind Geistheiler. Du musst weinen. Zu sehr Ego-Film. Wer ist dein wahrer Gott? Berlin. Ja, das macht das Koks. Silvia Naduas. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Wirst du dir einig sein? Und du wolltest einen Reiter von. Bist du Typ? Von Witt? Ja. Goldener Reiter? Ich spiel's dir vor. An der Umgehungsstraße. Ach, ja. Kurz vor den Mauern unserer Stadt. Mhm. Er hat ja auch das ganz in die Flut, ja. Nur wenig Jahre bevor der in die Flut kam. Witt und Happy. Das U-Boot ist aber irgendwie kaputt. Sämtlicher Einkaufszentren der Stadt. Entschuldigung, wir werden gefilmt. Hallo? Sie sehen ganz schön verschwitzt aus. Nicht ganz schön. Was ist denn passiert? Ich habe gerade mit Maria Abkontakt gehabt. Ich kann einfach nicht damit aufhören. Höhepunkt.